Everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Wir sind da bei Eurotruck Simulator. Wir sind gerade auf dem Weg nach Klagenfurt am wunderschönen Wörthersee. Und wir haben Lebensmittel an Bord und liefern die da ab. Wir sind da mit dem Volvo noch unterwegs, wie ihr so schön am Zeichen auf dem Lenkrad erkennt. Und wir haben ja gesagt, wir fahren eigentlich mit den Scania, den haben wir jetzt noch nicht gewechselt. Ich dachte, ich mache noch eine Fahrt mit dem Volvo und wechsle nachher den Lastwagen. Jetzt haben sie mir leider noch die Kreditrate abgezogen. Ich wollte eigentlich den ersten Kredit eigentlich auslösen. Jetzt fehlen mir aber 10.000. Also ich mache gleich noch 10.000 Gewinn, wenn ich die Ladung abliefer. Aber dann haben wir nachher nichts, um den Scania aufzutunen, sondern müssen wir erst mit den Scania ein bisschen ein paar Lieferungen machen. Oder wenigstens eine, damit wir vielleicht einen Scheinwerfer oder einen Blinker austauschen können am Scania. So, ich muss mich gerade konzentrieren. Beschleunigungsstreifen, da muss man mal Vollgas geben. Wow, jetzt muss ich auch konzentrieren, damit ich da den richtigen Weg nehme. Kommt da jemand? Ich glaube nicht. Wohl. Ja, du. So, am Wörthersee, da bin ich ja mal gespannt. Das ist eigentlich auch ein... Oh, da startet gerade ein Flugzeug. Dann haben die hier quasi auch einen Flughafen, hä? In Klagenfurt. So, wir haben Lebensmittel. Aha, hier wäre wahrscheinlich der Flughafen Klagenfurt. Jawohl. Ich würde eigentlich gerne mal einen Blick riskieren. Da stehen nur Gebäude. Wow, die haben aber viele Lastwagen hier. Die brauchen wohl viel Material. So, Klagenfurt. So, und was mir aufgefallen ist, wenn ich doch schon immer in einer neuen Stadt bin, sollte ich doch da mal so ohne Anhänger leer rumfahren und alles erkunden. Neue Händler, neue Arbeitsagenturen, pipapo. So, und hier wäre nämlich eigentlich ein Händler. Ich bin eigentlich noch zu schnell. Oder irgendwas, wenn ich hier abbiegen würde, würde ich wohin kommen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht dahin, wo ich will. Hier ist wahrscheinlich der Flughafen, da steht Wachpersonal. Okay. Wir müssen hier abbiegen. Jawohl. So, machen wir mal Außenansicht, wollte ich eigentlich machen. So sieht der Volvo eigentlich noch aus. Wir haben einen Denner-Anhänger hinten dran. Ein Mod. Quasi. Den gibt es original hier nicht so auf der auf dem Spiel. So, ich versuche jetzt mal so weiterzufahren. Boah, da kommt noch ein Kreisverkehr. Das ist immer geil mit Außenansicht über den Kreisverkehr. Fahren Sie geradeaus über den Kreisverkehr. Jawohl. So, es kommt keiner. Wir können drauf. Wir müssen die nächste... Wow! Seht ihr? Genau so sollte man das nicht machen. Noch auf die letzten Meter den Anhänger beschädigen. So, hier vorne müssen wir... abbiegen. Und dann sind wir eigentlich schon da. Jawohl, hier biegen wir auch gleich ab. Ich weiß nicht, ob der Blinker an ist oder aus ist. Ich höre ihn nicht. Es blinkt, okay. So, okay, jetzt haben wir gerade die Außenansicht, dann wird es etwa jetzt gerade nichts mit Spiegel einparken. Beim nächsten Mal können wir natürlich schon. So, habt ihr mein schönes Namensschildchen vorne in der Windschutzscheibe gesehen? MZ80, wie mein Kanal, auf dem wir hier die tollen Videos schauen. So, komm schon, jawohl. Den Gang raus hier.
Yeah! Kein Schaden. Oh, Glück gehabt. Steige ich noch ein Level auf? Ja, voll. Das passt gut. Wir gehen gleich mal ins Menü. Ich hoffe, die Hintergrundmusik ist nicht so laut vom Menü. Wow, Fernfahrten, zerbrechliche Fracht. Was wollten wir jetzt eigentlich als nächstes machen? Just in Time könnten wir eigentlich... Ich weiß es nicht. Wir machen mal so eine Eillieferung anwenden. Wir bleiben gerade noch im Menü. Wir schauen noch bei der Bank. Bei der Bank können wir jetzt den zurückzahlen. Das werden wir auch machen. Dann haben wir nämlich da ein paar Zinsen weniger. Das ist eine gute Idee. Sicher, dass du jetzt 39.988 Euro für die Rückzahlung des Kredits verwenden möchtest. Jawohl, das möchte ich. So, und dann haben wir nämlich da oben schon wieder, sind wir schon wieder mehr kreditwürdig. Jetzt können wir wieder 100.000 quasi aufnehmen, weil wir die schon wieder zurückgezahlt haben. 100.000 würde es kosten, um die Garage zu erweitern. Aber wenn wir sie erweitert haben, haben wir ja noch keinen Lastwagen. Also müssen wir wenigstens so viel Geld haben, damit wir einen Kredit aufnehmen und nachher noch uns einen Lastwagen kaufen können. Wir können eigentlich mal schnell bei Händler schauen. Ich möchte eigentlich gerne ein MAN als nächstes kaufen. Wir besuchen Auswahl besuchen. Ja genau, ich möchte mal kurz den Händler besuchen. Wir fahren mal schnell rüber. Zack, sind wir schon da. Jawohl, was kostet da eigentlich so ein billiger MAN mit 320 PS? Kraftstofftank 1250 Liter. Farbe Sunny Yellow. Jawohl. Das ist wahrscheinlich nicht unsere Farbe. Aha. Wert vom Inzahlungnahme. Das wäre eigentlich unser, was wir dafür bekommen würden. Da müsste ich noch so viel zahlen. Aber wir wollen ja nicht tauschen. Wir wollen ja nachher einen neuen kaufen. Neu kostet der Listenpreis 99.965 Euro. Da gibt es noch einen mit 480 PS. Der ist eigentlich optisch, hat der nur da unten so Seitenverkleidung. Und die Front ist eigentlich gleich, hat einfach mehr PS. Oder was ist noch anders? Könnt ihr was sehen? Nein, der würde mir eigentlich schon gefallen, kostet 9.415 Euro. Jawohl. Der wäre doch eigentlich als nächster Lastwagen nicht schlecht. Optisch gefällt der mir eigentlich sehr, sehr gut. Wir schauen mal, was sie noch so haben. Was hat der auf 480 PS? Kostet 30.000 fast mehr. Der hat da oben noch so ein Dingens drauf. Der hat hinten noch eine Achse mehr, hat 440 PS. Der hat 540 PS. Kostet 150.000. Ja. Nicht schlecht. Und dann haben wir da noch. Jetzt wird es langsam interessant. Da ist die Kabine schon mal größer. 540 PS. Auch ein Dreiachser. Riesenkabine. 680 PS. V8. Okay, das geht natürlich ab. Das ist natürlich so ein richtiges Sahneschnittchen. Aber das ist auch das, das Sahnestück sowieso. Das ist der letzte, was hier eigentlich gerade zu sehen ist. Okay, wir verlassen es wieder. Jawohl. Wir gehen eigentlich zurück. Warte mal, Garagenmanagement. Jawohl. Wir wechseln nämlich. Nein, wir wollen noch gar nicht wechseln. Wir müssen noch mal raus. Ich habe ja gesagt, wir müssen noch in der Stadt selber rumfahren. So, jetzt haben wir nämlich da irgendwo Händler und Fragezeichen und. So, warte, wir schauen schnell mal auf die Karte. Was haben wir denn da? Wir könnten eigentlich so rumfahren. Jawohl, wir fahren einfach mal dahin. Wir können ja nicht so lang fahren. Dann fahren wir nachher
Ich fahre so lang, genau. Wir fahren als erstes dahin, dann fahren wir dahin und dann fahren wir dahin. Oh, man kann so viele Ziele eingehen. Okay. Fahren. Fahren, wir biegen hier ab. Okay, jetzt kommt niemand. Sie kommen doch! So, er glänzt so schön in der Sonne. Ich denke schon, meine schöne Fanfare gehört. Boah. Das ist mal Musik, ne? Wow. Warte schnell, ich muss hier irgendwo abbiegen, glaube ich. Genau, wir gehen mal hier schauen, was es da so gibt. Was ist das was? Bin mir da nicht sicher. Sieht aus wie ein Puff oder so. Nein, könnte irgendwie Jobnet. Okay, haben wir freigeschalten. Okay, das reicht mir schon. Mehr muss ich da nicht. Wir gehen gar nicht rein. So, kommt da was von da? Nein, da kann gar nichts kommen. Okay. Was noch cool ist, wenn man bei den Vollbremsungen macht. Oh, stopp! Der geht hinten fast hoch, hä? Jetzt müssen wir hier abbiegen. Von da kommt niemand. Von da auch nicht. Dann gehen wir Vollgas. Fahren Sie geradeaus über den Kreisverkehr. Ja, oh, wollen wir das mal machen? Nein, das wollen wir nicht machen. Das kostet uns nur Geld, wenn wir es wieder reparieren müssen. Wow. Haben wir gerade noch so die Kurve bekommen? Wir sollten nicht so schnell fahren. In Deutschland werden sie irgendwie, guckt man hier gar nicht so. In Deutschland, hier auf der Euro, wir sind gar nicht in Deutschland, wir sind in Österreich. Hier in Österreich, ne? Beim Euro Truck Simulator wird man irgendwie gar nicht so oft geblitzt, habe ich das Gefühl. Bei American Truck Simulator, da stehen die Bullen an jeder Ecke. Aber hier wäre eigentlich so eine. Hier wäre eigentlich eine Garage zum Kaufen. Leider haben wir nicht mehr Geld für unsere eigene. So. Oh, falscher Gang. Wir haben ja noch den Rückwärtsgang drin. Kann mir das denn niemand sagen? So, was haben wir denn jetzt noch hier? Wir haben auf jeden Fall grün und jetzt haben wir doch da noch irgendwas gesehen. Müssen wir hier rein? Was ist das hier? Ah, hier ist noch eine Werkstatt. Aber das ist bloß eine Werkstatt, heute nichts. Okay. Boah, da steht so ein MAN. Das wäre doch was. Leider können wir uns so einen noch nicht leisten. Ich würde dann eigentlich auch den nehmen mit ein bisschen mehr PS da. Ich glaube, was hat er gesagt? 400 oder was? Da kostet irgendwie 10.000 mehr, hat aber gleich ein bisschen mehr Bums. So, okay, wir lassen das Teil da stehen. Und jetzt wechseln wir zum Scania. Wir müssen Firmenmanagement. LKW Management. Scania. Streamline. Genau. Aha, der Volvo hat 540 PS. Der Mercedes hat 421 PS und der Scania 360 PS. Einsteigen. Jawohl, einsteigen. So, er steht in Bern. Ja gut, dann halt. Wir starten wieder von Bern, von unserem Hauptfirmensitz mit. Warte mal, wir schalten gerade zurück. Fahren. Muss jetzt noch schlafen oder habe ich jetzt schon geschlafen? Ne, ich muss noch schlafen. Okay. Wir fahren unseren kleinen Scania da mal rein. Wenn ich einen Gang drin habe, fährt er auch. Wir fahren den da mal rein. Taste E. Jawohl, Eingabe. Ich muss mal ein bisschen heiern. Fertig. Jawohl, Einnahmen gut. Super. Georgia. 1300 und irgendwas habe ich jetzt nicht genau gesehen. Wir brauchen eigentlich auch einen Auftrag. Wir brauchen einen Auftrag. Wir müssen Geld haben.
Leider gibt es von Bern eigentlich gar nicht so viele Aufträge meistens. Die gehen eigentlich immer nach Mannheim, Stuttgart. Warte mal, Stuttgart waren wir noch nicht. Stuttgart kriegen wir. Wo geht das andere hin? Das bleibt in Bern und das ist auch in Bern. Wir fahren heute nach Stuttgart. Jawohl, wir müssen wahrscheinlich wieder über Zürich. Wir kennen die Strecke schon. So, wir steigen in unseren Scania ein. Wir müssen Licht anmachen. Moment. Ich habe den Lichtschalter auch hier am Lenkrad. Ich fahre übrigens mit Lenkrad, Fußpedal und Automatikgetriebe hier. Auf einen 65 Zoll Fernseher nehme ich das hier auf. Das ist denn voll krass, ne? Das ist so, als ob man wirklich fast mit dem da drin sitzt im Lastwagen. So, wo muss ich denn hin? Kann mir mal einer sagen, wo ich hin will? So, wir müssen da nach links, jawohl. Es ist schon wieder laut. So, und hier müssen wir auch nach links. Oh, die sind recht kopflastig. Wenn hinten nichts drauf ist, dann kippen die bald über, ne? So, der Scania sieht eigentlich noch voll original aus. Da haben wir noch gar nichts gemacht. Das wäre eigentlich, was bei denen als erstes gemacht werden sollte, ist eigentlich einen größeren Motor einbauen, damit er da vernünftig Leistung hat. Aber das kostet halt. Obwohl, ist eigentlich so, wenn ich eigentlich ja den Motor tausche, dann verkaufe ich eigentlich den, was ich drin habe. Der hat eigentlich auch noch nicht so viel Kilometer runter. Ich muss eigentlich gar nicht so viel zahlen, als wenn ich gar keinen Motor drin hätte. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht. Der eigentlich noch, ob ich zum Händler gehe und mein LKW selber zusammenbaue. Erst so ein Chassis und so ein Rahmen und alles selber von Grund auf an. Also man kann sich den ja bestellen, wie man ihn haben möchte. Eigentlich kann man das schon so bestellen, wie man ihn haben möchte. Dann wäre das eigentlich so fast dasselbe. Gibt es eigentlich einen Grund-LKW und dann gibt es da noch Ausstattung dafür und dann hat man, wenn man will, hinterher doch den teuersten und besten, was es von den der Marke gibt. So, wir sind da angekommen. Wow, habt ihr das gesehen? So, wir wollen nach Stuttgart. Wo geht's jetzt noch? Aha, da waren wir aber auch schon. Wir wollen nach Stuttgart, da können wir wieder den Anhänger wählen, da. Pritschenauflieger, wir nehmen den Pritschenauflieger. Ich weiß auch nicht, nehmen wir mal den Pritschenauflieger. So, Auftrag annehmen. Bohnen. Ha, 12 Tonnen Bohnen müssen wir fahren, okay. So, jetzt. Der Auflieger steht bereit. Okay. Wir machen jetzt mit Spiegelaufleger, Auflieger. Flieger anhängen. Das sollte eigentlich, theoretisch schaffe ich das sonst auch, wenn ich nicht aufnehme. Vielleicht ein bisschen langsamer ranfahren. Jawohl. So. Und los geht's, ne? Kommen wir da, kommen wir überall rum. Hier müssen wir gleich wieder. Müssen hier gleich wieder links, jawohl. Was eigentlich noch schade ist hier, also man kann ja das ganze Spiel mit Radio, da kann man sich ja seinen Lieblingssender übers Internet raussuchen. Kann man ja natürlich Radio einschalten, aber wenn ich aufnehme, wird mir das denn nachher wieder als urheberrechtlich, wird mir das angekreidet, wenn ich da irgendwelche Musik von irgendwelchen Leuten mit aufnehme, die damit dann kein Geld verdienen. Also können wir leider kein Radio hören, wenn wir hier fahren.
Aber ihr könnt es ja natürlich, denn wenn ihr da selber spielt, ist echt eine coole Sache. Da kann man dann nach Rubriken suchen, ob man da Rock, Metal oder Pop, Dance, weiß ich was mag. Und dann sucht es das raus in 1000 verschiedenen Sprachen von allen Ländern der Welt. Oder wahrscheinlich bloß Europa. Jawohl. Aber das macht die Sache nachher eigentlich auch noch realistischer, wenn man da wirklich Radio hört. So, ich fahre da ein bisschen drüber wieder. Ich muss gleich mal wieder ins Cockpit, sonst fahre ich da alles kaputt. So. Ich denke, ich werde die Lieferung wegbringen jetzt. Oh, da sehe ich die Ampel schon wieder nicht. Werde die Lieferung wegbringen. Und nachher, wo fahren wir eigentlich hin? Habe ich schon wieder nach Stuttgart. In Stuttgart eigentlich schauen. In Stuttgart waren wir noch gar nicht. Da wird wahrscheinlich Mercedes-Händler sein. Und wir werden bei Mercedes-Händler den Scania tunen, wenn wir da ein bisschen Geld haben. So, aber es sind noch 293 Kilometer und er hat nicht so viel PS. Ich hab voll drauf getreten. Wir haben bloß 12 Tonnen drauf. Bohnen, ne? Wir fahren heute Bohnen nach Stuttgart. So, die sind da wahrscheinlich alle Bohnenfresser, ne? So, und ich sehe gerade, ich habe noch gar kein Namensschild hier im Scania. Das wird etwa das erste Tuning-Teil sein, was wir hier einbauen. Alle meine Fahrer müssen gleich heißen. MZ80, wie der Kanal, auf den hier schaut. Und ich möchte jetzt eigentlich hier versuchen, damit ich ab und zu was euch liefere hier vom Euro Truck Simulator. Möchte dann aber auch noch American Truck Simulator und Spin Tires machen. Und ich denke, wir machen das irgendwie so abwechselnd, damit jeden Tag eins von denen auf den Kanal kommt. Und zwar möchte ich das eigentlich immer um 10 Uhr am Vormittag ist Video für euch parat haben. Ob das immer so funktioniert, ob ich zeitlich genug aufnehmen kann, das ist dann mal das nächste. Man muss ja selber natürlich auch noch arbeiten und Geld verdienen. Leider nicht als Lastwagenfahrer. Ne, ich bin kein Lastwagenfahrer. Ich bin was anderes. Ja, aber so ist eigentlich der Plan. Um 10 Uhr jeden Tag entweder Euro Truck Simulator, American Truck Simulator oder Spin Tires. Also alles, was mit LKWs zu tun hat, ne? Das müsste doch das Lastwagenherz, das Brummiherz höher schlagen lassen. So, ich mach Tempomat rein bei 80. Wir fahren nach Stuttgart. Ich muss schon wieder, muss ich abbiegen oder was? Ich muss auf jeden Fall auf die andere Spur. So, ich habe vorhin noch mal versucht, da mit dem rechten Spiegel hier zu fahren. Es geht nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich muss den da oben rechts haben, sonst habe ich da das Problem. Da fahre ich nämlich immer über den Streifen, über den Randstreifen. Und die Seite ist halt gefährlich. Das ist meistens irgendwelcher Abgrund oder die Straße zu Ende oder ich weiß nicht. So, wir haben noch 245 Kilometer. Ich würde sagen, ich mache den Auftrag. Dann mache ich wahrscheinlich noch einen Auftrag mit den Scania. Und auf jeden Fall mache ich das nächste Video, wenn wir mit den Scania hier machen, wenn wir in der Werkstatt sind und den umbauen. Ne? Genau, es sollten jetzt eigentlich neue Ausrüstungsteile noch verfügbar sein. Ich bin jetzt aufgestiegen auf Level, ich weiß nicht, 10 oder 11. Hier. Und da gibt es ja immer neue Ausrüstungsteile. Und da gibt es sicher auch was Cooles wieder für den Scania. Genau, so ist der Plan. Wir müssen jetzt schauen, damit wir da noch. Der nächste Plan ist eigentlich, damit wir dann wieder so 100, 110.000 Euro verdienen. Dann nehmen wir uns einen Kredit auf von
100.000, um die Werkstatt zu erweitern, damit wir einen vierten Lastwagen reinbekommen. Und wir kaufen uns dann dem MAN. Ein MAN. Und es soll nachher so sein, damit wir von jeder Lastwagenmarke einen in der Garage haben. Und die nach und nach eigentlich aufbauen, bis wir nachher das Beste eigentlich in der Garage haben von dieser Marke. Und wir bauen das einfach so auf und um, wie ich das für cool halte. Ihr könnt es natürlich im Kommentar unterm Video schreiben, was ihr meint oder was ihr gerne. Ich muss darüber, du Arsch. So, den hinten haben wir abgedrängt. Voll. So, erfolgreich von der Straße geschubst. So, was ich noch bemerken muss, der Scania fährt sie eigentlich gar nicht so schlecht. Einfach ein bisschen wenig Leistung, aber sonst fährt er fast am besten von allen. Man merkt das echt den Unterschied. So, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier vom Eurotruck Simulator auf meinem Kanal MZ80. Bis bald.